Eigentlich, seitdem ich denken kann, gibt es immer Supermarkt. Und das ist einfach drin. Das kriegt auch niemand raus. Ich vergleiche das manchmal mit so einer Zimmermannslehre. Ich habe zu Hause gelernt, bin auf Wanderschaft gegangen, hab bei Kollegen viel lernen dürfen. Und das ist jetzt so ein bisschen Gesellenstück und zu Hause zugleich. Wir beschäftigen keine Zeitarbeitsfirmen, wir beschäftigen keinen Regalservice. Wir haben eine ganz tolle eingeschworene Mannschaft. Die haben so viel Freiraum, wie sie wollen. Bin als Chef nicht gewillt und auch nicht in der Lage, mit Checklisten meinen Anspruch vorzugeben. Die Abteilungen, die am besten funktionieren, sind diejenigen, mit denen ich am wenigsten zu tun habe. In Käse sind wir super stark. Am Wochenende ist es keine Seltenheit, dass für bis zu 100 Euro pro Kunde Käse gekauft wird. Ja, für Kaffee schlägt mein Herz schon. Das macht wirklich Spaß. Also wenn wir speziell am Wochenende rösten und da stehen Trauben von Müttern mit ihren Kindern drumherum und lassen sich erklären, was passiert, dann ist das schön zu sehen. Wir werden in 15 Jahren 50% unserer Umsätze mit Gastronomie machen. Ja, das ist für mich so sicher wie das Amen in der Kirche. In ganz naher Zukunft wird der Amazon besser Küchenrolle verkaufen können als wir. Am meisten beschäftige ich mich wahrscheinlich schon mit Personal. Damit steht und fällt alles und jedes Feedback, was wir bekommen, hat immer was mit unserem Personal zu tun und da bin ich total unwichtig und egal. Ich muss das Ding irgendwo zusammenhalten, aber die Leistung kommt nicht von mir, sondern von unseren Mitarbeitern. Supermann!